Diane from Beef Head Videos. Just calling to let you know that one of the videos returned yesterday wasn't one of ours. It doesn't have a label on it, but it seems to be a recording of a guy humping a pillow. The video you should have returned was, How to Please a Woman in Bed 101 Part 2. Please return it to us soon. Thank you. Congratulations, Mr. Touchdown. Your registration for the 8th UAA rank is now complete. In addition, we have faxed you some information about the rankings in case you wish to continue your ascent. Please transfer the money into the designated account. Have a nice day. Okay, 250.000 Anmeldegebühr. Na wunderbar. You hungry? Füttern wir erstmal Jean. So viel Zeit muss sein. There, there. Hey, girl. Niedlich. Nur gut. Hauen wir ab. Wir haben ganz viel Geld zu verdienen. Und wahrscheinlich auch auszugeben. Ich schätze mal, dass es neue Moves zu lernen gibt und ähnliches. Gold Town is now open. Beef Head is now open. A new part-time job is available. Was ist denn Beef Town und Dingsy Booms Head? Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das gleich mal an. Nein. Ah, die Video. Ist das eine Videothek? Video, DVD, Game and More. Mhm. Ich glaube, das ist eine gute alte Videothek, wie es sie heute kaum noch gibt. Star Wars. Super War vielleicht? Man kann es nicht lesen. The Third Story. Attack to General. Okay. Das ist schon lustig irgendwie. Achso, es ist ein schlechter Tag, um den schlechten Tag zu haben. Ich meine, schau dir das mal an. Todesdrohung-Mails. Ich habe sie auf mein Handy bekommen. Sie sind von meiner Freundin. Das Wort Stirb kommt immer weiter, egal wie weit ich runterscrolle. Wie soll ich denn während Shitstorms wie diesem hier mein Geschäft führen? Mein Liebesleben, meine Karriere, alles wertlos. Na, dafür kaufe ich das Video... Mask the Panther, The Tiger's Roar. Dann geht's dir vielleicht besser. Don't tell me you're passing up the latest mic. Was? Kauf das. Oh man, Travis, on fire! Du bist nicht so wie die wertlosen Freaks, die normalerweise hier reinkommen. Du hast ein bisschen Geschmack und das macht den Unterschied. Okay. Wir haben ein Video gekauft. Können wir uns zu Hause anschauen. Peace out, Travis. Come back again. Come back anytime. Ist das Trevor vor seinen Drogen? Wer weiß. Aber ich glaube nicht, weil Trevor hat kein Beam-Katana. Weil so viel Zeit muss sein. Irgendwo hier in der Nähe von meinem Hotel ist so ein Dragon Ball. Da würde ich gern mal schnell gucken. Weil ich weiß nicht, wie viel ich schon habe, aber 7 kriegen wir doch wohl irgendwie zusammen, hoffe ich. Irgendwann mal, wenn ich groß bin. Ich Ich dachte, hier hinten wäre einer. Aber vielleicht stimmt's nicht. Oder ich habe ihn schon gesammelt? Nee, habe ich glaube ich nicht. Ah! Da ist er. Und da vorne gibt es noch ein bisschen Gold im Boden anscheinend. Katsching! Sehr gut. Na gut, fahren wir zu dem neuen Laden. Laserschwert. So viel Zeit muss sein. Wo zur Hölle muss ich denn hinfahren? Ich bin jetzt einmal um den Block gefahren. Ah, hier. Nee, warte mal. Hier bin ich falsch. Was ist das da? Na gut, hier wollte ich auch hin. Passt eh. Perfekt. Thunder Ryu lernt uns wieder ein paar neue Moves. Oh, ja. That. Also das. Richtig, richtig. Zieh deine Kleider aus. Ich lerne dir diese Technik. Stell sicher, dass dein Hintern sauber ist. Das. Wie ist das? Gefällt dir das? Tja. Ach so, das Training können wir wiederholen, damit wir ein bisschen stärker werden. Na, das machen wir, würde ich sagen. Das ist wirklich anstrengend. Wir erwarten echt, dass man schnell drückt hier. Ich kenne Leute, die können gar nicht so schnell drücken. Und ich auch nicht lange. Oh. Ja, Carter, ist schon gut. Mir geht's gut. Keine Sorge. Okay, dann machen wir noch Squats. Die sind wesentlich leichter. Für mich zumindest. Mit Bewegungssteuerung könnte man die quasi mitmachen mit ihm, wenn man will. Sehr gut. Ja, Carter, hallöchen. Training is not over. Ja, was denn? Beach, Carter. Okay, das, wo wir hin wollen, Carter, du bist echt, ich kann schon... Was soll ich denn machen mit dir? Der liegt auf meinem Controller. Der PS5-Version spürst du mit dem Controller jedes Muskelzittern, genau. Bin ich gespannt, wie sich das tatsächlich anfühlt. Ob das ein komisches Gimmick ist oder ob das wirklich cool ist. Wo zur Hölle muss ich denn bitte hin? Ah, hier hin, gut. Trottel. Ah, von dem haben wir schon in Khadgars Spoiler gelesen. Was? Willst du? Schau mal, Mann. Das ist kein Platz für eine Pussy wie dich. Geh nach Hause zu Mami. Lass mich in Ruhe. Ich will diesen Moment genießen. Au, Carter, du bist bescheuert. Wenn du einen Ball hättest, könnte man halt auch übersetzen mit, wenn du Eier hättest oder eins zumindest. Aber ja, es ist halt ein Wortspiel. Also wenn du einen Ball hättest, hätten wir vielleicht etwas, über das wir reden könnten. Finde 7 Lovikov Balls, die überall in Center Destroy verteilt sind, und bring sie diesem Betrunkenen. Keep practicing. Ja, nee, das war nicht böse gemeint mit dem Spoiler. Ganz im Gegenteil. Au, Carter, nein, ohne Witz, du kannst dich nicht dauernd in mein Knie krallen. Guckt euch den kleinen Arsch an. Was machen wir denn jetzt? Ja. Warte, vielleicht geht's so. Okay. Also bleiben wir so. Gut. Nur minimal anstrengend. Ich glaube, er schläft jetzt. Eine Lederhose gegen die Krallen, das wird helfen wahrscheinlich, ja. Ah, ich wollte unbedingt noch zum Laserschwert-Shop. Mal schauen, ob es da ein neues Modell gibt. Aber vielleicht wäre mir das angezeigt worden, ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Ich glaube, ich bin gerade dran vorbeigefahren. Ah. Ah, es gibt tatsächlich neue Teile. Was haben wir denn da? Power-Up 1. Das ist das Neue, das ich habe, oder? Greatly increase its output. Und das andere ist Energy Saving. Ah ja, gut. Ja, hätte ich gern beide. Können wir uns beide leisten? Ich glaube schon. Cool. You otaku. Man in Bayern nicht verpflichtet, eine Lederhose bei Bekleidung zu tragen. Jederzeit Hose, Unterhose oder Lederschurz. Wahrscheinlich. In Wirklichkeit schon. Kommt drauf an, wen du fragst. Aber ich habe nie in meinem Leben eine Lederhose besessen. Und ich hab's auch nicht vor. Hey, jetzt werden mir hier orange Punkte auf der Karte angezeigt. Werden mir jetzt die Dragon Balls auch angezeigt? Oder sieht die Farbe nur gerade irgendwie komisch aus? Nee, das ist ein normaler lila Punkt. Das sieht nur komisch aus. Ah, doch, doch, das ist ein Ball. Stimmt schon. Carter, du bist echt schwer auf Dauer. Du kannst da nicht wie so ein nasser Lappen einfach über meinen Arm liegen auf Dauer. Katzen. Sind sie nicht lustig. Okay. Das ist ein bisschen besser. Warte mal, ich muss, glaube ich, das Mikro ein bisschen bewegen. So ist ein bisschen angenehmer. So halten wir das durch, Carter. Irgendwo hier ist ein Schatz. Nice. Und ich glaube, da vorne ist irgendwo ein Dragon Ball. Oh, okay. Ups. Genau, Frischbad am Abend. Mit dem Kater. Aber wenigstens schnurrt er. Ich höre es zwar nicht, aber das Gefühl von Katzenschnurren ist schon schön auch auf dem Arm. Auch wenn es echt anstrengend ist, so zu sitzen. Katzenschnurren ist das beste Geräusch der Welt. Ich habe mal irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, ob das eine valide Information ist, Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich die Info her habe. Vielleicht stammt die aus irgendeinem Esoterik-Heftchen. Ich weiß nicht, wo ich das hätte lesen sollen, aber trotzdem. Dass Katzen in einer Frequenz schnurren, die Wundheilung stimuliert. Könnte auch so ein Erklärungsansatz sein, warum Katzen überhaupt schnurren. Quasi zur Selbstberuhigung, aber auch zur Selbstheilung. Gott, hey, und was wird denn das, wenn es fertig ist? Irgendwo hier müsste es sein. Sehr gut. Wie viele Dragon Balls haben wir denn? Wo kann ich denn eigentlich nachschauen? 7. Ich habe 7 Dragon Balls. Cool. Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Hatte ich irgendwie ein Ziel? Ich glaube, ich fahre jetzt in die Bar. Ich bringe ihm mal seine ersten 7 Dragon Balls. Weil ich habe gehört, dann werden unsere Wünsche wahr. Dragon Balls. In ihnen steckt die Zauberkraft. Travis Touchdown, du bist unser Held. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. Ich höre schon auf, Carter. Huh? What do you want? Ich weiß nicht, was er vorhat. Carter, du musst jetzt irgendwie... Es tut mir echt leid. Aber du kannst dich... Vielleicht... Willst du dich nicht wirklich hier einfach auf den Tisch legen? Und ich... setze mich ganz nah an dich ran. Hm? Das ist doch ein guter Kompromiss, oder? Ah, ein Ball. Okay, jetzt geht er. In return, im Gegenzug werde ich dir was beibringen. Such dir eine Technik aus. Memory of 3, also die Erinnerung der 3, des Dämon, des Kindes, der Frau, der Maske, des Tattoos oder des Weiß. Jumping Down Attack. Da unten steht was. Earn Bonus based on your rank. Hä? Verstehe ich nicht. Increase the range of your grab. Das ist nicht schlecht. Extends Dark Slide Mode Time Limit. Ah, die Special Moves dauern länger. Das ist schon auch nicht gut. A Dash. By pressing B. A jumping slash to be performed by pressing the A and X button. The position of enemies on the minimap. Ja, das ist auch nett. Ehrlich gesagt würde ich fast am ersten Tattoo nehmen. Earn bonuses based on your rank. Heißt das, ich krieg mehr Geld, weil jetzt ein mehr Geld verdienen Bonus so früh im Spiel würde schon Sinn machen. Ich hoffe es. Weil ich nehme das jetzt. Schauen wir mal. Schon berückt, weil es dem weißen Rauschen ähnlich ist. Ruhe fördert Wundheilung. Ja, ja, aber unabhängig davon. Also, das hat damit nichts zu tun, sondern es geht wirklich um die Frequenz der Schwingung. Aber, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Wieder was gelernt. Die Technik gehört dir und dir allein. Komm zurück, wenn du mehr Bälle hast. Keep practicing. Cool. Na, wie gesagt, das ist wirklich was, das könnte ich jetzt echt so zwischen dem und dem nächsten Stream machen. Einfach rumfahren und die ganzen Dragon Balls sammeln. Und im nächsten Stream, der nächste Stream ist schon morgen, ne? Nee, aber darauffolgende Pause könnte ich dann nutzen. Und dann können wir im nächsten Stream die ganzen Kugeln abgeben. Aber wenn wir jetzt auf dem Weg von A nach B an welchen vorbeikommen, dann sammle ich die natürlich schon. Weil sonst finde ich die nie wieder. Hier müsste irgendwo eine sein. Aha. Okay, ich versuche jetzt gerade zum Jobcenter zu kommen, weil es gibt ja einen neuen Job für uns. Und ich konnte mich wirklich nur noch ans Rasenmähen erinnern. Kokosnüsse hatten wir jetzt auch schon. Ich bin gespannt, was jetzt noch für Minijobs kommen. Bin ich im Kreis gefahren? Nee, bin ich nicht, aber ich bin irgendwie ein bisschen falsch gefahren. Halt, stopp. Hier ist irgendwo wieder... Ah, ja. Nice. Oh mein Gott, hier sind überall... Oh mein Gott, hier sind voll viele. Wir haben gleich wieder 7 zusammen. Die Absteig- und Aufsteiganimation dauert so lang, deswegen versuche ich alles möglichst mit dem Moped einzusammeln. Auch wenn es ein bisschen umständlich aussieht und ist. Aber besser als dauernd auf und wieder absteigen, finde ich. Nein! Okay. Boah, die sind hier überall, ey. Ich kann keinen Meter fahren, ohne dass wieder neu auf der Minimap aufploppt. Was ist denn hier los? Ach so. Da muss ich, glaube ich, auf die andere Mauerseite. Könnte man da nicht rüberspringen vielleicht? Ich versuch's mal. Für was hat denn das Motorrad eine Sprungfunktion? Hm. Na gut. Hätte sein können. Wir haben wirklich gleich 7. Oder haben wir vielleicht schon 7 zusammen? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall bald. Weil die hören gar nicht mehr auf. Okay, da passen wir schon rein, komm. Ja, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kurve schaffe. Ja, na schau. Oh, habt ihr das gehört? Ich glaube, das war der Jingle für wir haben 7 wieder. Cool. Ich spüre überhaupt nichts vibrieren. Nirgends. Komisch. Hier sollte irgendwo ein Schatz sein. Da ist wirklich gar nichts. Hier hinten vielleicht? Na, manchmal sind die sehr ungenau. Ah ja, hier. Okay. Wenn wir schon dabei sind, ist hier auch gleich noch ein Dragon Ball. Das würde bedeuten, dass jede Katze in der gleichen Frequenz schnurrt. Das ist ein... Da hast du einen Point. Ja, das ist nicht so. Naja, nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Schnurren könnte schon recht ähnlich sein. Miauen ist natürlich super unterschiedlich. Wenn ich jetzt an unsere drei denke, ich glaube, am Schnurren könnte ich die nicht unterscheiden, wenn ich es hören würde. Miauen natürlich sehr deutlich. Aber wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie valide diese Aussage überhaupt ist. Vielleicht ist sie invalide. Das sagt man wirklich so, oder? Okay. Ist der Dragon Ball zufällig auf dem Dach? Oder hinter der Hecke irgendwo? Das könnte auch sein. Oder in der Garage. Aber ich glaube nicht. Ah. Oder einfach nur da so ums Eck. Ach ja, ist auch gerade ganz gemütlich. Hier einfach ein bisschen rumzulaufen. Da kriegen wir auch ein bisschen Geld zusammen. Mami, warum bohrt dann man Löcher mit seinem Laserschwert in unseren Garten? Das ist ein Beam-Katana, Schatz. So viel Zeit muss sein. Wo denn? Ich finde hier nirgends eine Stelle, wo ein Schatz vibriert. Oder so. Ah. Na gut, ich buddel jetzt nicht hier alle Stellen auch noch aus. Ein oranger Punkt, okay. Aber ein pinker Geldpunkt, da muss ich jetzt nicht unbedingt zu jedem laufen. Aber zu dem laufe ich noch. Und zu dem anderen auch noch. Und dann ist Schluss. Oh, was sehe ich denn da? Unser Videothekfreund muss uns mal kurz unser Auto holen, unser Motorrad. Da ist eine Schanze. Keine Ahnung warum und was die da macht, aber natürlich springen wir über die jetzt. Auch wenn wir dann tot sind. Okay, man stirbt wirklich. Ja, haben wir uns heimteleportiert. Auch okay. Warum ist denn da eine Schanze, wenn man sich damit nur umbringt? Oh, hier sind so viele Dragon Balls überall, aber ich sammle die jetzt nicht. Nee, jetzt machen wir noch eine Minigame-Mission. Auf jeden Fall. Shop Center. Ich finde schön, dass das R so ein bisschen schief dran hängt und fast runterfällt.